Probenbeginn für das Fuldaer Musical Robin Hood. Eigentlich sollte Robin Hood schon vor 2 Jahren Welturaufführung feiern. Tja, dann kam leider Corona und hat allem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt ist es soweit. Dieses Jahr wird Robin Hood tatsächlich Welturaufführung feiern im Juni. Und jetzt ist Probenbeginn. Die Musical-Produktionsfirma Spotlight Musicals hat deswegen alle Darsteller mal hier am Domplatz in Fulda antreten lassen und sich mal der Presse vorstellen lassen. Und das Besondere ist, Weltstar Chris de Burgh hat die Musik mitkomponiert von Robin Hood. Ich habe ihn mal gefragt, wie aufgeregt er ist, dass jetzt alles in die heiße Phase geht. Wir haben jetzt 2 Jahre lang eine Pause einlegen müssen wegen Corona, und zwar in vielen Dingen, nicht nur beim Musical. Ich persönlich musste zum Beispiel viele Konzerte absagen. Dieses Jahr aber mache ich eine Solo-Sommertour und gehe im Herbst mit meiner Band auf Tour. Und beim Musical haben wir jetzt die ersten Sprech- und Singproben gemacht. Und es ist wirklich aufregend zu hören, wie die Darsteller die Lieder singen und die Geschichte erzählen, die wir komponiert haben. Also zu sehen, dass das jetzt alles wirklich passiert, ist sehr, sehr spannend. So, to see it beginning to happen is thrilling. Ja, und Peter Scholz ist einer der kreativen Köpfe von Spotlight Musicals. Also er steckt auch hinter den ganzen anderen großen Musicals dieser Produktionsfirma, wie Der Medikus, Die Päpstin oder Bonifatius. Und auch er freut sich natürlich, dass es jetzt endlich losgehen kann mit den Proben. Wir sind einfach nur voller Vorfreude, dass es endlich losgehen kann, wenn ich die ganzen tollen Darsteller sehe. Und heute schon die ersten Durchläufe, die Songs live gehört. Also man spürt so richtig, wie viel Energie das hat und wie spektakulär das werden wird. Das Musical Robin Hood feiert am 3. Juni Premiere im Schlosstheater in Fulda und wird dann bis zum 16. Oktober aufgeführt.